Gut, dann kaufen wir hier erstmal eine Weberei. Weberei steht. Dann gehört uns die Bierproduktion und die Weberei. San Francisco bekommt demnächst wieder Bier. Weiß ja nicht, wie ist hier die Bierproduktion aktuell? Sie läuft auf Hochtouren. Theoretisch bräuchte ich mehr Weizen, um mehr Bier zu transportieren und zu produzieren. Nummer 1. Nummer 2. Signale setzen. Gut, das mit dem Gold haben wir unter Kontrolle. Das läuft. Und spielt im Prinzip keine Rolle mehr. Habe ich hier keinen Versorgungsturm hingestellt? Nein, habe ich nicht. Okay, dann kommt er hier hin. So ist gut. Dann brauchen wir noch einen weiteren Zug. Eine weitere Number 51. Die von hier nach dort fährt. So, das gibt jede Menge Weizen. Und eigentlich wollte ich eine Verbindung, eine Direktverbindung nach San Francisco fertig machen. Dauert aber noch. Chester wächst weiter. Und wir brauchen einen Bahnhof mit der Baumwolle, die dann rüber nach Chester gebracht wird. Und ich muss die Bahnhöfe ausbauen, ansonsten habe ich keine weiteren freien Gleise mehr. Das ist schlecht. Ich möchte ungern dieses Gleis hier benutzen, weil die natürlich Bier und später auch die Stoffe hin und her transportieren und das Gold vor allem. Aber Gold muss ich nicht mehr transportieren. Wichtig ist, dass die hier unten die Stoffe bekommen, um dementsprechend zu wachsen. Gold ist drittrangig. Ihr habt immer noch kein Bier. Was ist hier los? Es ist genügend Weizen da. Bier ist auch da. Muss nur verkauft werden. Unsere Bierproduktion läuft auf vollen Touren. Industrie ausbauen kostet 680.000. Oh, ho, 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 ho. Okay, nein. Wir produzieren eh genügend Bier. 1,6 die Woche. Muss reichen. Muss einfach reichen. Also im Prinzip genug für zwei Städte, das ist schon okay. Zumal San Francisco noch gar nicht so viel Bier verbraucht. Keine 0,8, sondern nur 0,6. Das heißt, theoretisch läuft alles wunderbar. Weizen ist jetzt auch genug da. Und wir haben noch genügend Geld übrig, um endlich eine Alkoholproduktion zu starten. Alkohol. Alkohol. Da. Oh. Oh, braucht Zucker und Äpfel und Birnen. Oh. Da bin ich ja hier völlig verkehrt. Könnte ich das... Das könnte ich in Los Angeles fertig machen. Das heißt, Los Angeles muss wachsen. Gut, darum könnte ich mich kümmern. Jetzt zahlen wir erstmal den einen Kredit zurück. Der geht mir tierisch auf die Nerven. So, 383.995 ist okay. Das ist der letzte Kredit, den wir noch haben. Okay, ich muss überlegen. Ich muss überlegen, was sind unsere Aufgaben? 100.000 Einwohner in Carson City. Carson City benötigt jetzt auch die Stoffe aus Chester. Wir haben hier noch keinen Zug, der am Hin- und Herfahren ist. Das könnten wir nutzen. Wir könnten das Gleis auch umbauen, wenn wir diesen Bahnhof ausbauen. Ja.
Dann setzen wir das Gleis nämlich so. Reißen dieses Gleis ab. Und können dann für die Baumwolle hier ein Gleis anschließen. Wir sind gut, wir sind verdammt gut. So, 96.000 ist okay. Dann können wir die beiden auch miteinander verbinden, um dementsprechend die Stoffe hin und her zu bringen. Aber die muss ich erstmal produzieren. San Francisco braucht noch gar keine Stoffe, insofern ist es egal, ob ich die gemacht habe oder nicht. Mais habt ihr genug, Weizen braucht ihr noch, Bier und Holz. Bier müsste eigentlich unterwegs sein, wenn die nicht die ganze Zeit Gold transportieren würden. Die bringen Fleisch hoch. Wie sieht es aktuell aus mit Fleisch? Ganz gut. Das wird oben nicht so sehr benötigt. Ich wünschte, die würden nicht mehr so viel Gold annehmen. Wir sind mit der Goldaufgabe fertig. Mann. Aber die bringen immer noch so viel Gold runter. Verdammt. Gold Beach könnten wir auch verbinden. Aber jetzt machen wir erstmal diesen Bahnhof größer. Kosten 0. So, und dann ziehen wir das runter. Warte mal, nee. Das schließen wir erstmal hiermit an. Ach, komm schon. So ist gut und dann geht's runter. Ja, genau. Einmal durch die Berge. Nein, nicht wirklich. Okay, da müssen ein paar mehr Züge fahren, damit wir auch genügend Weizen runterbringen können nach San Francisco. Warte mal, da muss ich noch ein bisschen weiter weg, wenn ich den Bahnhof ausbauen will, habe ich sonst Probleme. Okay, warte. Dann muss dieser Bahnhof ausgebaut werden. Dann brauchen wir wieder jede Menge Kohle. Sollten schon mal erforschen. Erhöhte Ticketpreise für Passagiere, definitiv. So kriegen wir schon mal mehr Geld. Ach nee, und wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Städte angeschlossen. Zumindest ist das, was wir hier unten sehen auf der Karte. Und 8 Städte müssen wir auf 80.000 Einwohner oder mehr bringen. Young Ranch nahe Kingman. Ich habe schon eine Ranch. Nö, die will ich nicht. Ja, diese Ranch. Wir könnten Flagstaff und Kingman damit versorgen. So, Chester wächst. Carson City wächst nicht mehr. Weil die Mais, Zucker, Milch, alles benötigen. Insbesondere auch die Stoffe. Apropos Stoffe. Ich habe immer noch keine Number 51, die von hier nach da fährt. Das müssen wir gleich mal ändern. So, dann können wir dieses Gleis erstmal ausbauen. Das sich nicht ausbauen lässt, weil es mit der Brücke nicht klarkommt. Bitte nicht.
Oh, so wird's doch wesentlich teurer. Okay. Sauteuer, aber es hat funktioniert. Okay, okay, ganz ruhig, ganz ruhig. Wir kriegen das hin. Es kommt jetzt nur darauf an, dass wir jede Menge Kohle mit anderen Dingen fahren. Dann geht das schon. Wir haben mehr Passagiere, wir haben teurere Ticketpreise. Wir bekommen eine beschleunigte Wartung unserer Züge, wenn wir das hier erforschen. Vielleicht möchte ich das aber nicht. Vielleicht möchte ich irgendwas anderes haben. Erhöht die Anzahl der Passagiere in jeder Stadt, in der dein Unternehmen einen Bahnhof hat. Brauche ich auch nicht. Ticketpreise für Passagiere. Will ich haben? Das hier wäre auch nicht schlecht. Erhöht die Transportvergütung pro Frachtwaggon um 8%. Aber dafür bräuchte ich die Verbundwaggons. Reduziert die wöchentlichen Kosten für Zugpersonal um 20%, was völliger Blödsinn ist. Theoretisch könnte ich hier Rogers Module rausholen. Ich muss es mir überlegen. Und während ich überlege, kann ich jetzt endlich schon mal die Züge fertig machen. Das heißt, auch einen Versorgungsturm hier mit hinsetzen. So ist gut. Ihr dürftet jetzt Stoffe produzieren. Das tut ihr. Ihr habt aber noch keine Baumwolle. Die kommt. Wurde gerade verkauft. Okay, benötigt werden pro Woche 1,6. Das heißt, ich brauche noch einen zweiten Zug, denn wir werden bald unser Stoffunternehmen weiter ausbauen. Denn wir müssen ja noch mehr mit Stoffen versorgen. Nummer 1. Ziehen das mal noch weiter nach hinten. So ist gut. Und Nummer 2. So ist schön. Perfekt. Ausgezeichnet. Super. Hi, okay. Jetzt die Number-Dienstwagen. Ja, nehme ich gleich mit rein. Dann gehört er uns. Number 51 fährt dann von hier nach dort. Bringt noch ein bisschen Baumwolle rüber. Dann brauchen wir eine Number 51, die von hier nach dort fährt. So, dann brauchen wir Ausweichgleise. Ah, ist eine schöne Bauaktion hier. So, Gleis Nummer 1. Gleis Nummer 2. Und Gleis Nummer 3. Oh je, sowie Gleis Nummer 4. Uah, nicht so weit weg. Okay, dann Signale setzen. Oh je, das dauert. Perfekt. Ich habe auch das Gefühl, ich werde einen weiteren Versorgungsturm hier auf dieser Strecke benötigen. Einfach nur, weil der nächste irgendwo zwischen San Francisco und Chester ist. Und das ist weit weg. Sehr weit weg. Okay. Passt, wackelt und hat Luft. Und gleich eine weitere Number 51 von hier nach dort fahren lassen. American Central ist nicht zu bremsen. Über 3000 Meilen Streckenlänge. Weil wir toll sind. Weil wir einfach toll sind. Jetzt muss ich bloß irgendwie Alkohol produzieren. Sacramento würde sich eigentlich dafür eignen. Ich habe immer noch nur 100. Was könnte ich denn hier noch machen? Erhöht die Anzahl der Pakete in jeder Stadt? Nö. Erhöht die Anzahl der Passagiere in jeder Stadt? Nö. Das will ich alles nicht.
erhöht die Transportvergütung. Pro Frachtwaggon um 8%. Erhöht die Anzahl neuer Bewerber? Nö. Erhöht die Dauer? Nein. Nein. Alles nicht meins. Ich habe auch viel zu wenig Forschungspunkte, aber deswegen soll ich auch eine Universität in Los Angeles bauen. Das werde ich hinbekommen. Carson City, 100.000 Einwohner. Habe ich schon völlig aus den Augen verloren. Carson City, wie geht's dir? Ich habe dich ewig nicht gesehen. Was werden wir denn bei dir errichten? Ich habe keine Ahnung, aber du bekommst Stoffe, du bist glücklich. Nein, bekommst du nicht. Du bist trotzdem glücklich, das freut mich. So, jetzt da wir Weizen und Stoffe runterbringen. Wenn auch nur in geringen Mengen. Eigentlich gar nicht. Oha. Okay, wir machen es anders. Wir machen es komplett anders. Ich baue jetzt ein Warendepot hier mit hin. So. Dann bauen wir diesen Bahnhof hier aus. Ihr bekommt ja auch keinen Weizen, ne? Nee. Natürlich nicht. Okay, es will nicht, es will nicht. Ich sehe es ein. Es muss. Okay. Wir werden den Weizen hierhin transportieren und dann in die verschiedenen Städte reinfahren. Und Stoffe werden wir auch gleich hier reinbringen. Und dann in die verschiedenen Städte reinfahren, denn ansonsten hat es wirklich keinen Sinn. Also den Weizen hier über eine ewig lange Strecke rein zu transportieren, das dauert zu lange. Ich werde zwar noch hin und her überlegen, aber ich werde es mir wahrscheinlich nicht anders überlegen. Ist hier noch ein Gleis übrig? Ja. Das brauchen wir noch für die Stadt Salt Lake City. Womit wir übrigens auch mal anfangen sollten. Aber gut, wir sind ja noch in der Versorgung der einzelnen Städte drin. Das kann eine Weile dauern. Bier wird ohne Ende produziert. Wir haben auch genügend Weizen da. Und auch Stoffe kommen gut. Stoffe sind auch einige da. Aber nicht genug. Du bringst gerade Fleisch. Du bringst Weizen, du bringst Bier und Gold. Und wir werden aus diesem ganzen Gold- und Bierzeug hier gar nicht mehr rauskommen. American Central, wertvollstes Unternehmen. Ja, es gibt ja auch keine anderen, nicht? Okay, dann werden wir das jetzt miteinander verbinden. Dann reißen wir diese Linie ab. Dann gab es hier auch noch ein Signal irgendwo.